Jeden Tag sind wir einer Flut von Botschaften ausgesetzt. Sie sollen beeinflussen, was wir kaufen, wen wir wählen, was wir denken. Allgegenwärtig prägen sie unsere Weltsicht. Die Mechanismen der Meinungsmache wurden vor 100 Jahren in den USA erdacht. Strategen machten daraus in nur 50 Jahren raffinierte Instrumente der Manipulation. Autoritäre Regime sichern ihre Macht mit Gewalt, unsere Demokratien mit Hilfe der Public Relations. Einer ihrer größten Vordenker heißt Edward Bernays. Public Relations embraces what I call the engineering of consent based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society everything depends on the consent of the people. What are the goals that we serve? Welchen Zielen dienen wir? Arbeiten wir für einen Kunden? And if that client is not. Wenn dieser Kunde nicht die Gesamtbevölkerung ist, haben wir ein Problem. Denn dann prägen die Eigeninteressen, prägen einige wenige die Public Fictions, das allgemeine Denken. Und sie tun es mit so viel Nachdruck, dass es ihnen gelingt, uns den Verstand zu rauben.